Bischofsbrot, Kardinalschnitten und Schwaben nennen eine Maultaschen sogar Herrgottsbescheißerin. Der Titel der 12. St. Kolomaner Mundartroas, jetzt anders und du eins, ist eine perfekte Überschrift für die unterschiedlichen Vorträge der 6 Mundartschaffenden des Salzburger Landes. Wir haben insgesamt gibt's 9 Preisträger des Walter Kraus Mundartpreises und wir haben 6 davon hier gehabt, Preisträger und Preisträgerinnen. Das hat auch damit zu tun, dass die Erika Rettenbacher heuer mit dem Walter Kraus Mundartpreis ausgezeichnet wurde und sie natürlich auch für die Mundart Roas zusammen mit mir verantwortlich ist. Und dann haben wir gesagt, es wäre doch schön, wenn du schon den Preis gekriegt hast, in St. Koloman bei der Mundart Roas alle zusammenzufassen. Der Walter Kraus Preis ist eine Auszeichnung, die für hervorragende dichterische Leistung und besonderes Wirken im Bereich der Mundartdichtung und Literatur verliehen wird. Für mich hat es die Bedeutung, dass ich mit der Sprache weiterhin sehr sorgsam umgehe, dass ich weiterhin meine aktuellen Themen bearbeite. Und viele Sachen habe ich schon vorher geschrieben gehabt und die sind jetzt eingetreten, weil ich immer so genau schaue. Mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Texten zeigen die Autorinnen und Autoren ihre Sicht der Dinge im Leben und das im jeweiligen Dialekt. Und eine rotzfreche Fritzenfrotz, die Friederputsch gockelt, weil sie Gos und Tosch hat über den Trieschiebe zuckelt. Blärgatzen, Fährgatzen, Zogeln, Potschkokeln und über den Trieschiebe gehen. Ich habe früher englische Lieder geschrieben, dann habe ich Englisch studiert, dann bin ich draufgekommen mit der Sprache, weil ich mich nie so ausdrücken konnte wie in Deutsch. Und dann habe ich deutsche Lieder geschrieben. Dann habe ich mal ein paar Lieder probiert im Lungauer Dialekt. Und das war von Anfang an, hat das passt für mich und fürs Publikum. Und so ist das entstanden. Wir haben ja den Dialekt als erste Sprache mitgekriegt. Und das ist anhand auch nett, wenn man den noch verwendet. Und bei uns ist es ja sowieso wunderbar, dass man auch schreiben kann, so wie man redet. Die Mundart ist zum Glück noch sehr verankert in den Gemeinden. Es geht bei Veranstaltungen wie der Mundartroas auch um den Erhalt unserer Sprache und unserer Kultur. Ja, also mich freut es total, dass noch alle lebenden Walter Kraus-Preisträger da bei uns in der Taugel da haben und diese Lesung gemacht haben. Und das hat das jetzt schon zum einzigartigen Erlebnis gemacht. Und wir haben eine tolle Moderation gehabt, wir haben eine super Musik gehabt und ein bestes Publikum ever. Also ich bin sehr stolz, dass diese Veranstaltung heute bei uns war. Wenn wir miteinander wenig gedacht hätten und da einen Platz gemacht hätten für ein kleines Platzl, dass ein Brunnenplatz gehabt hätte oder ein Baum, dann hätten wir halt jetzt einen Dorfplatz und sie sagen, ein Mensch tot dürfen, sehen sie in einer Siedlung.